Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. An diesem wunderschönen guten Morgen, Sonntagmorgen. Heute kommen wir wieder zusammen zum Gottesdienst. Ich habe mir ein paar Ideen wieder meinem Geist angeschaut. Was ist denn Gottesdienst? Ist Gottesdienst nicht die Gaben Gottes zu empfangen? Ist Erwachen nicht das einfach die den Geist aufzumachen, das Herz zu öffnen, mit leeren Händen zu kommen? Ohne Erwartungen. Ohne Vorstellungen, ohne Ideen, wie es sein sollte, was Gottesdienst ist. Mich einfach überraschen zu lassen. Einfach zu empfangen, was schon da ist. In jeder Kirche steht ein Altar. Und Jesus weist aus dem Kurs darauf hin, dieser Altar ist kein Gebäude mehr, sondern ist unser innerer Altar. Unser inneres Zusammenkommen am Altar. In unserem Herzen, in unserem Zentrum, wo dieser Altar steht. Und uns zu versammeln, zusammenzukommen. Still zu sein. Und einfach die Wunder zu empfangen. Wunder vereinigen uns mit unserem Bruder. Und die Offenbarung vereinigt uns mit Gott. So kommen wir zusammen, um aus dieser Offenbarung, um aus dieser Verbindung mit Gott die Wunder zu empfangen. Und zu sehen, dass wir alle Anspruch auf sie haben. Dass keiner mehr Anspruch hat und ein anderer weniger. Sondern dass jeder Anspruch auf alles hat. Auf Gott und seine Gaben hat. Dass wir nur unser natürliches Geburtsrecht beanspruchen, unser natürliches Empfangen von der einen Quelle, die uns erschaffen hat, die uns nie verlassen hat, die immer bei uns war, in uns, durch uns war. Und wir einfach uns jetzt wieder beschenken lassen von ihr. Weil jetzt sind wir bereit, jetzt haben wir einen inneren Altar, sind wir an dem inneren Altar zusammengekommen. Jetzt ist der Altar frei, leer, um alles zu empfangen. Jetzt wird dieser Altar zu meinem Altar des Empfangens, seiner unendlichen Liebe,
seiner unendlichen Gaben. Seiner unendlichen Gegenwart, von der wir niemals getrennt waren. Und wir empfangen alles, das bereits immer für uns bereit war. Alles. Uns wird nichts vorenthalten. Wir müssen keine Prüfungen bestehen. Wir müssen nicht gut sein. Wir können alles empfangen, weil alles für uns erschaffen wurde. Alles wird uns gegeben, hier und jetzt. Nicht in der Zeit, nicht später. Wir müssen uns nicht darauf vorbereiten, sondern jetzt, in unserer kleinen Bereitwilligkeit, in unserem Verbinden mit dem Bruder, wird uns alles gegeben. Und so können wir nur mehr Danke sagen. Danke, Vater, dass du ein ewig gebender Vater, ein ewig liebender Vater, dessen Gaben nicht nur gegeben werden und dann wieder genommen werden, sondern dass die ewig für uns hier sind, immer, ohne Unterlass. Gott gibt nur, er nimmt nie. Das ist, was Gottesdienst ist. Gott gibt nur, er nimmt nie etwas weg. Gott gibt nur. Er nimmt nicht. Seine Gaben werden nicht gegeben und dann werden sie uns wieder genommen. Nein. Das war die Idee der Welt. Gott gibt nur, er nimmt nie. Und in dieser Erkenntnis können wir nur Danke sagen. Kommen wir heute zusammen um Danke, Vater. Danke, dass du nur gibst. Nie was von uns erwartest, nie was von uns forderst und nie mehr von uns was wegnimmst. Wir müssen uns diese Gaben nicht verdienen. Sie sind bereits für uns bereitgestellt. Ein liebender Vater beschenkt sein geliebtes Kind. Das ist, was für mich Gottesdienst ist. Danke, ihr Lieben, dass wir uns daran heute erinnern können, dass wir so reichlich beschenkt sind, bereits beschenkt sind, uns nichts verdienen müssen und dass wir immer würdig sind, an diesem Altar zu sein und die Gaben zu empfangen. Wir sind würdig. Es gibt nicht sowas wie Unwürdigkeit. Wir sind absolut würdig, absolut bereit und absolut dankbar für den Gottesdienst am Altar Gottes in unserem Inneren. Gemeinsam mit unseren Brüdern feiern wir. Sagen Halleluja und danke, Vater. Danke, dass du nur gibst und niemals nimmst. Und so danke ich dir heute, mein Bruder, dass wir hier zusammenkommen, um zu empfangen und nicht mehr zu nehmen, wegzunehmen. Das ist, was Gottesdienst ist. Das ist, was Erkennen von Gott ist. In der Annahme seiner Gaben. Sag ich danke für dich, danke für deine Bereitschaft, mit mir an diesem Altar zu stehen. Den wahren Gott zu erkennen, der nur gibt und niemals
etwas wegnimmt. So umarme ich dich und wünsche dir einen wunderschönen Gottesdienst, einen wunderschönen Sonntag, den du einfach nur empfängst und du gewiss bist, dass dir niemals etwas entzogen wurde, niemals etwas weggenommen wurde. Weil Gott gibt nur, er nimmt nicht weg. Danke, mein lieber Bruder, ich umarme dich in dieser unglaublich schönen, unglaublich lichtvollen Idee der wahren Erkenntnis im Geiste Gottes, in diesem Gottesdienst. Fühl dich umarmt. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Bereitschaft, hier zu sein, an diesem Gottesdienst, dich mit deinem Bruder, mit mir zu verbinden und Danke zu sagen. Für die Gaben Gottes. Danke, mein lieber Bruder.